Es war mal eine Königin namens Isadora. Die herrschte über ein großes Königreich und ihr Ehemann König Thardoes. Sie waren beliebt in ihrem Volk. Eines Tages erreichte eine Nachricht, dass das Königreich durch einen Krieg zerstört werden könnte. Da beschloss Isadora, eine Opfergabe an den Orakel von Ephesus zu machen. Isadora, wie werden wir diesen Krieg hier verhindern? Wir müssen eine Opfergabe an den Orakel von Ephesus machen. Da müssen wir hinreisen. Ist das nicht gefährlich? Das werden wir sehen. Das ist unser Schicksal. Berater Maximus, du und deine Männer werden uns beschützen. Wir werden zum Orakel von Ephesus fahren oder laufen oder reiten, je nachdem. Männer, es wird eine sehr gefährliche Reise. Wir müssen die Königin und den König beschützen. Seid ihr mit dabei? Natürlich. Wir werden unsere Königin beschützen. Sie traten die Reise an, führten ihre Königin und ihren König in das gelobte Ephesusland. Aber es wird hier ziemlich gefährlich. Wir müssen uns auf jeden Fall immer wieder rückversichern. In der Zwischenzeit wird der Berater von der Königin und vom König von der Reise dem schwarzen Ritter unterrichten. Die werden zum Orakel gehen und werden immer Gold und Reichtum dabei haben. Wir werden sie dort überfallen. Okay, die werden ziemlich schwach sein. Seid ihr dabei? Ja, halt! Stehen bleiben! Ihr seid umzingelt! Gebt uns all euer Gold. Wir wären keine Römer, wenn wir uns sofort ergeben würden. Los, Männer, verteidigt die Königin. Die Königin muss nach hinten. Alles klar. Sofort. Los, bring die Königin hier weg. Ah, die sind zu viele. Die sind doch stärker, als sie gedacht haben. Los, die Flucht. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben sie in die Flucht geschlagen, Königin. Wir können unsere Reise fortsetzen. Es ist nicht mehr sehr weit nach Ephesus. Königin, ich hatte gesagt gehabt, es wird gefährlich. Wir müssen zum Orakel. Hoffentlich ist es nicht weit weg von hier. Nein, es ist nur noch ein halber Tagesritt. Wir sind bald da. Meine Königin, wir sind da. Das Orakel von Ephesus. O Orakel von Ephesus. Königin Artemision, nimm unsere Opfergabe und beschütze unser Volk. So soll es geschehen. Die Macht ist mit euch. Ich werde euch beschützen.
Vielen Dank, lieber Orakel. So, jetzt müssen wir aber die Heimreise antreten. Hoffentlich passiert bei der Rückreise nichts. Bis zum nächsten Abenteuer. Euer Merto.